So, servus alle miteinander. Take Nummer 2. Ich versuche es jetzt hier nochmal. Also, erstmal herzlich willkommen in unsere neue Woche. Ich komme frisch aus der Dusche. Harrison ist versorgt. Der war schon draußen, hat sein Frühstück bekommen. Und ich habe mich jetzt auch fertig gemacht. Werde mich jetzt erstmal kurz um den Haushalt kümmern. Ein bisschen Ordnung machen, durchsaugen, durchwischen, Wäsche. Also die erste Maschine Wäsche rein. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für all die neuen Abonnenten und Abonnentinnen, die dazu gekommen sind über das Wochenende. Kein Plan, wieso, weshalb, warum. Auch die rege Beteiligung beim letzten oder vorletzten Podcast, den wir hochgeladen haben. Da ging es über die liebe Sally und Kikis Kitchen, also Kiki. Auch hier, ihr seid ganz, ganz toll. Team Kiki, Team Sally, ihr wisst Bescheid. Ja, jeder so, wie er es gerne hat. Und erstmal vielen, vielen Dank dafür. Das bedeutet uns wirklich ganz, ganz viel. Und was bleibt zu sagen? Let's go, neue Woche. Ich hoffe inständig, dass wir ein bisschen mehr mitfilmen. Klar, ich sage das jedes Mal irgendwie, dann wird der Vlog doch irgendwie 20 Minuten lang. Aber dennoch, ja, dass wir ein paar mehr Details zeigen können, mehr Abläufe, ne? Oder auch generell vielleicht auch so, wie unser Tag gestaltet wird. So viel dazu, ich bin frisch aus der Dusche und kümmere mich jetzt erstmal um den Haushalt. Und dann muss ich auf jeden Fall einkaufen gehen, weil wir sind in C9, die X4 hat mal beendet, C9 sind wir drin. Supplements habe ich auch schon drin. Genau, Kühlschrank muss wieder gefüllt werden. Ich lege los und wir nehmen euch mit. Ciao. So, und auf dem Weg einkaufen. Jawohl, und draußen beste Wetter, 25 Grad, was ist los? So, der nächste Podcast ist in the making, beziehungsweise der Podcast erscheint am Donnerstag, das ist der Pfälzer Stammtisch. Und heute im Laufe des Tages werden die Jenny und ich noch einen aufnehmen. Den releasen wir dann heute. Ja, auch. Gegen Abend, im Laufe des Tages, irgendwann so plus minus. Weil im Endeffekt ist es ja, klar, du kannst richtig viel Arbeit reinstecken, kannst noch Effekte reinmachen, bla bla bla. Aber de facto ist es ja so, wir laden es ja noch auf Spotify hoch. Und da, ja, vor allem auch das Visuelle siehst du halt eben nicht. Deswegen sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Vielleicht kommt das noch irgendwann, dass wir uns da mehr Mühe geben. Was dann da heißt, dass trotzdem Arbeit drin steckt. Aber erstmal so, das kommt jetzt so am Donnerstag online und dann im Laufe des Tages, wie gesagt, unseren Part noch. Echt los, Mali? Hm? Ich auch einen Podcast. Drüber machen. Ich mache nicht nur Dankbarkeitsübungen, sondern einiges noch mehr. Studien zeigen, dass regelmäßige Dankbarkeitspraktiken wie das Führen eines Dankbarkeitstagebuches oder das Ausdrücken von Dankbarkeit gegenüber anderen die psychische Gesundheit verbessern kann. Menschen, die Dankbarkeit praktizieren, neigen dazu, weniger depressive Symptome zu haben und ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit zu erleben. Ja. Punkt. Es ist de facto so, weil du dich nicht, nochmal, blendest das nicht aus, sondern du kreist deine Gedanken nicht wie die Fliege um die Scheiße, laufen um deine negativen Aspekte im Leben. Good morning in the morning. Von 25 Grad. Die letzten drei Tage auf das hier, auf Wind und Wetter. Auf, Harris, komm. Warum nichts nach Hause holen? Warum rumstehen? Rieche, was los ist da? Kommen Sie, hallo. Die ersten Erdbeeren vom Ständchen. Genau, also hier auch nichts aus Spanien importiert, dies, das. Und heute gibt's, hoppala, leckeres Chili. So, da hat die Jenny sich gedacht, oh, heute ein bisschen Caramba hier, ein bisschen Fuego. Dankeschön, bitteschön, kommen Sie wieder. So sieht das Ganze dann aus. Lecker, schmecker. Für den Opa gibt's noch Brot, genau. Für uns nicht. Und hier schön auf den Teller. Lecker, lecker. Mm. Und Erdbeeren, die darf man auch ein paar essen. Lecker, lecker. Für den Opa mit Sahne, für uns natürlich ohne. Lecker, lecker. Mm. So, die Jenny hat mal wieder abgedrückt. Ich weiß ja noch gar nicht, ob wir das behalten. Ja, aber das Ding ist, das schnallst du dir um den Hals. Hier kannst du dein Smartphone dranhängen und quasi POV-Style
filmen. Mal gucken, ob das zündet. So, das ist das. Ha? Ja, das kannst du hier ans Stativ schrauben oder an so einen Tripod. Genau. Ja, das macht man jetzt quasi so um den Hals. Wenn das jetzt richtig auf alle Fälle. Kann ich das jetzt so dran schnallen? Und so filmen. Zack. Wow, ich bin busy am Tippen hier. Ist das denn geil? Wieso? Ein Corgi. Nintendo. Hä, das ist doch voll nicht schlecht. Hier kann man hier noch adjustieren. Smash. Jetzt laufe ich vor zur Kaffeemaschine mit meinen Händen frei. Mach hier, wow, Wasser. Corgi lieft, Corgi. Oh. Nächster Tag, heute ist Donnerstag. Ich mache mich jetzt am Putzen, deswegen Musik ist aufgedreht. Ich lasse mir jetzt noch Wasser ein. Und dann schnappe ich mir den Wischlappen, Staubsauger und. Ich fange erst im Bad an und dann, ja, let's go draußen. Bitte. No. Der Kollege hier, der vermisst seine Mama. Jenny ist gerade unterwegs, noch einkaufen. Gell? Mali. So, und dann haben wir hier noch so einen neuen Handtuchhalter bestellt gehabt. Genau, so wie es aussieht, muss ich das jetzt noch zusammensetzen hier. Ist das zum Kleben? Ne, wieso? Warte mal. Ja, der Dübel. Ah, der, okay, den kann man kleben und dübeln. Also, bohren meine ich. Aber wieso kleben? Wer klebt denn sowas? Ja, also, wie dem auch sei. So, Part Nummer 1 ist gemacht. Die Teile hier dran geschraubt. Jetzt im Badezimmer nur noch markieren. Oben, unten. Anbohren, vorbohren, reinhauen, reinhämmern, fertig. Genau. Gibt's denn hier ein heißes Tabu, ne? Mhm. Was hast du noch geholt? Wenn du das mal aufmachen könntest. Ja. Nee, nicht zeigen, da sind Geschenke drin. Ja. Das ist ganz cool, gell? Aber so wenig, oder? Nee. Also bei den anderen Spielen sind es aber mehr. Also heute kam ja das neue Trikot rein für diese EM. Ich glaube, es wird Zeit. Das ist vom letzten Jahr, dieses blaue hier, gell? Ja. Also von vor 2 Jahren sozusagen. Ja. Ne? Also ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal eine mit in den Weekly-Vlog einbinde, wie viele Trikots ich denn eigentlich habe. Ohne Trainingsanzüge, ohne Pullover, einfach nur die Trikots. Genau, das mache ich mal. So, jetzt gucken wir mal nach den Kroatien-Trikots. Also das ist ja frisch reingeschneit. Dann gucken wir mal. Also ich nehme jetzt nur die Trikots raus. Nur die Trikots, ohne Sportanzüge, ohne Pullover. Und was weiß ich nicht, was ich da noch alles habe. Ohne T-Shirts. Sind das alle? Mal, guck mal hier, beispielsweise. Hier für zum Training. Hier noch so ein Polo. Das sind die normalen Polos. Hier ein Anzug. Da ein Anzug. Nee, ich glaube, das wäre es erstmal. Machen wir es mal kurz und schmerzlos. Einmal diese Version hier. Also ich habe nicht viele blaue, aber das wäre jetzt eins davon. Aber ich weiß auch nicht, welcher Jahrgang das ist. Irgendwo steht es, glaube ich, drauf, oder? Das hier. Da steht es hier unten drauf. 2016. Das war von... Okay, steht nichts drauf. Also die zwei. Dann diese Modello. Dieses Modell habe ich nur in Schwarz, weil es mir am besten gefallen hat. Dann haben wir das hier. Ich glaube, das ist relativ aktuell, oder?
Das ist, glaube ich, relativ aktuell von 14. Okay, das ist, glaube ich, das älteste, was ich habe. Das hier. Steht es hier dabei? Das ist vom letzten Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Da habe ich auch nur die blaue Version und halt eben diese hier. Bitteschön. So, die Stange hängt dann jetzt auch. Jetzt ist alles hier wieder in Reih und Glied. So, Gemüse für Harrison wird hier hergestellt. So, und die Jenny ist hier wieder am Gemüse machen für den Harrison. Aber diesmal schlägt mal, machen wir kein Brokkoli und sowas, ne? Nee. Hier schöne rote Beete, ein bisschen hier Fenchel, was weiß ich nicht, alles mögliche, Pastinaken. Genau, und das wird jetzt alles... Sieht aus wie Schlachtfeld gerade. Ah ja, das... Und das wird alles hier und klein gemacht. Und Jasmine am Phone. Hey, Jasmine. Yo. Hallo, Jo. So, hier haben wir Meal Prep für den Harrison. Also das hier ist alles Karotte. Hier Karotte mit Pastinake. Zucchini. Fenchel mit Kohlrabi und rote Beete, das liebt er besonders gerne. Genau, und das hält jetzt mal eine Zeit lang. Ich glaube, ich habe euch das letzte Mal im Januar mitgenommen, wo ich das Meal Prep gemacht habe. Also ja, es hat auf jeden Fall eine Zeit lang gehalten. So, die Deckel sind jetzt auch drauf. Also es ist schon einiges. So, die Hackbällchen. Schön präpariert, ein bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, Fondor muss nach dem Originalrezept dran, Majoran, die brate ich jetzt alle mal ein bisschen scharf an, dann wird es ein bisschen runtergedreht, die Hitze, Deckel drauf, schön durchbraten lassen, als Öl habe ich hier ein kroatisches Olivenöl genommen. Jenny ist immer noch fleißig an kleinen Häckseln von die Gemüse für die Harrison. So wie das hier schön brutzelt. Brutzli. Passen die alle da drauf? Ich denke schon. Ne? Die Soße ist auch kein Hexenwerk, da wird der Bratensatz genommen. Zwiebel dazu. Zwiebel dazu, was noch? Oh, ich muss mal das Rezept gucken, aber viel ist es nicht. Dann kommt noch passierte Tomate dazu. Stückige Tomaten, Salz, Pfeffer. Genau, das war's. Schön anbraten. Ja, so ein bisschen Farbe langsam, ne? Sieht man hier an der Seite, wenn es hochsteigt. Genau, hier wird aufgegossen. So sieht es langsam aus. Da können die auch hier rüber auf den anderen Teller und dann mit dem Bratensatz Zwiebel, Petersilie scharf anbraten. Dann die Tomatensauce mit rüber, Salz, Pfeffer, Majoran und dann die Fleischbällchen, Hackbällchen wieder hinzu. So, Zwiebeln dazu. Machen wir jetzt ein bisschen Petersilie dazu. Leider keine frische, aber die muss es halt auch mal tun. Ach komm. Na komm, so, so ein guter Stoß, jawohl. Erst Dose. Auch kein Zucker dran machen oder sowas. Ne? Es braucht klar, viele schwören drauf wegen der Säure. Das alles ein bisschen geschmackhafter, bekömmlicher zu machen. Aber nicht mehr Zucker wie muss. Das können wir nochmal mit ein bisschen Wasser. So, jetzt ein bisschen Sale y Pepe. Nicht so viel. Nachwürzen kann man immer noch. Sale, Pepe. Hoppala. Jetzt können wir kurz ein bisschen runterdrehen.
Zack, zack, zack. Dann Schutt Basil. Dann kommen die Bad Boys hier zurück. So, und das lassen wir jetzt mal so 10-15 Minuten ein bisschen einköcheln. Und da ist das Gute, hier kam noch ein Schuss Soja Cuisine dazu, Soja Cuisine Light. Hier haben wir noch den Reis und das wird jetzt zusammen serviert. Heute in der Cucina Rustica, Jenny will Frutti di Mare, meins ist es absolut nicht, aber kann man kurz machen. Ein bisschen was in die Pfanne hauen, Olivenöl, Knoblauch, Salz, Pfeffer, bisschen hier, bisschen da, noch ein bisschen italienische Kräuter, bitteschön. Gut, Knobi mit drin, jawohl, jawohl. Schuss Tomatenmark noch mit bei, hier, zeig. Die Frutti, das brate ich alles kurz an und dann kommt die Mutti über die Frutti. Lecker, lecker. Mmh. Gut, ich mache hier die Fleischklößchen von gestern warm, einfach nur ein bisschen, ja. Das war's mit dem Reis, da mache ich jetzt nichts dazu. Ich glaube, es ist soweit. Die brandneuen Produkte. Gerade Wein geschneit. Hier, einmal bitte. Okay, okay, die neuen. Das ist ja nichts Neues. Absorben die. Wow! Schick. Was magst du da? Mmh, riech mal. Voll fruchtig. Ei, wieso Magnesium? Mmh. Sag mal's. Wieso ein Brausetablett? Lecker. Mmh. Geil. Mhm. Achtung. Der Coffee. Tada. Also man durfte pro Person nur 2 Stück bestellen. Also das ist ein Enhanced Coffee mit B-Vitamin, B3, B5, B6, B12 und Taurin. Noch was? Upsi. Wow. Hm? Sollen wir gleich mal einen drücken hier? Mm. Oh yeah, baby. Osterdeko darf dran glauben, aber hier habe ich irgendwie noch Weihnachtsservierten drin. Weil ich die vergessen hatte, bei der Weihnachtsdeko reinzumachen. Boah, ich finde, die Sachen riechen irgendwie so ein bisschen nach Heizöl. So. Ah, irgendwas hat hier auch geklebt, habe ich so das Gefühl. Das mit dem Bändel. Ich probiere gerade die Halterung vom Dommer aus. Ja, was ist Harrison? Hä? Oh, Malončič. Was ist los, Malon? Hačisic. Er muss ein bisschen schneiden dann, ne? Hier, man hängt Wäsche auf. So, wir fangen mal vor der Tür an. Und zwar, hier oben sind auch viele Sachen. Aber hier haben wir, und hier haben wir auch noch ein paar Ustritz. Oh, keine Ahnung. Sachen. Nehmen wir mal directly weg. Dann Ustritz. Lindhäschen klein, Lindhäschen groß. Guck mal, steht da noch was auf dem Schrank? Da oben? Nee. Den Hasen da. Ich
zeige euch jetzt einfach nochmal die Osterdeko, obwohl ich bin mir sicher, in irgendeinem Vlog haben wir das schon mal gezeigt. Also das zum Beispiel habe ich geschenkt bekommen von meiner Mama. Das Häschen und das Häschen. Genau. Also die meiste Deko ist wirklich von Kika Max. Ein paar Sachen sind aber auch aus dem Teddy. Und hier ist einiges von Braun Zeitmann noch, also zum Beispiel diese Girlande oder da oben diese Klammern, das ist von Braun Zeitmann und hier auch. Und das hier habe ich von der Kroatia bekommen, sind auch so Eier, voll schön, mit dem Metallic auch, finde ich. Und die Kerzen, mega, meine Farbe und dann noch Aloe Vera, das habe ich erst viel später festgestellt. Ja, die bleiben natürlich da. Das hat ja mit Ostern nichts zu tun, ne? Das sind im Harrison seine Osterspielzeuge. Die habe ich jetzt weggepackt. Das passt ihm gar nicht. Er kontrolliert nämlich immer, ob alles seine Spielsachen da sind. Aber für einen Hund hat er halt echt auch massig. Also an Weihnachten habe ich das Weihnachtszeug auch wieder weggepackt. Er hat ja oben auch noch. Aber ihr seht, er ist voll beleidigt. Der merkt es total. Er sucht jetzt seine Spielsachen. Obwohl er die gar nicht angeguckt hat. Ne? Ist er am Suchen. So, das ist quasi die neuen Dekorahmen. Und zwar sind die von Lebenskompass. Atme ein, atme aus, ist für den Dommer. Gelassenheit für den Dommer. Slow down, you're doing great. Enjoy the little things. Spiralize yourself. Und das ist so meine Seite. Today is a good day to have a good day. That dream was planted in your heart for a reason. Enjoy. Grow your mind. Und gratitude helps you see what is there instead of what isn't. Also mein Liebling ist das hier. Das hatte ich auch als allererstes. Das ist mein zweitliebstes. Das hatte ich auch tatsächlich als zweites. Dann kommt das. Dann kommt das. Und dann so irgendwie der Rest, genau. Jetzt muss ich hier noch fertig dekorieren, aber erst müssen wir jetzt mal los. Das ganze Wochenende schon läuft hier die Global Rally in Indien, hier die Live-Übertragung per Zoom und gerade eben ein paar Recognitions, genau. 6.15 Uhr heute Morgen. Genau, die Jenny ist Standhaftzeit um 6.15 Uhr heute früh hier dran.